So, also heute geht es um eine Beispielanwendung, und zwar Web Engineering, objektorientiertes PHP, zusammen im Zusammenhang mit Templates auch. Ja. Also das heißt doch mal die ganz große Beispielanwendung, die jetzt nicht zu kompliziert ist, aber auch einigermaßen was kann sozusagen. Ja. Aber auch nicht zu viel. Also ich habe da verschiedene Dinge mit eben integriert. Es gibt auch eine GitHub-Seite dazu. Das ist hier der Link. GitHub Schnurber My Forum. Das ist, Entschuldigung, der Link zu dem GitHub, und da sieht man auch, also was das Ganze kann. Das sind also einfach mal Beispielcode, ja, wie man jetzt einfach auch ein PHP-Projekt und eigentlich ein Framework programmiert selber, ne, mit MVC, also Model View Controller, ja, Modell sozusagen, das da dahinter liegt, Design Pattern, hat ein Template-System. Entschuldigung. Es gibt auch Session-Verwaltung, das wollte ich da auch noch beispielhaft zeigen. Es ist ein bisschen widersinnig manchmal, warum ich da manche Sachen mache, aber das ist dann nur dazu da, damit ich was zeige. Das werde ich dann später dann erwähnen. Es gibt dann auch Datenbank mit Datenbank-Verbindung. Es gibt einfach Listen, die man anzeigt und Daten verwaltet mit Create, Read, Update, Delete, und dann auch noch sowas wie URL-Rewriting. Das heißt, die URLs werden schön gemacht, sodass sie quasi lesbar sind. Mit Bootstrap V4 mittlerweile, ich habe das auch aktualisiert, jetzt erst vor kurzem, weil ich da schon verschiedene Versionen gehabt habe. Also falls da noch irgendwelche Links da sind, da ist jetzt das Aktuelle ist jetzt hier auf GitHub. Das sieht man eben bloß einmal von der Struktur her. Es ist einfach hier im Root-Verzeichnis, ist da liegen die ganzen PHP-Dateien. Da fällt jetzt vielleicht gleich auf, es gibt so welche, die sind groß geschrieben, also mit großem Anfangsbuchstaben, wie Admin-Page und Login-Page und Overview-Page. Das sind quasi die PHP-Klassen. Und dann gibt es noch klein geschrieben, sowas wie Admin-PHP. Das ist quasi das Template für das HTML, das dann Admin-Page sozusagen gebraucht. Also das Admin-Page und Admin gehört zusammen, Login-Page und Login gehört zusammen, Overview-Page und Overview gehört zusammen, und Submissions gehört zur Submissions-Page. Ja. So ist das aufgebaut. Ich werde da noch im Detail noch drauf eingehen. Wie gesagt, Model View Controller, Design Pattern mit einem Dispatcher auch noch. Das ist so, wie es in vielen anderen Web-Frameworks auch vorkommt. So habe ich das eben programmiert, um jetzt mal ein Beispiel zu zeigen, wie man eben sowas selber machen kann, und wie diese ganzen Frameworks eigentlich aufgebaut sind, und das Ganze halt nicht zu kompliziert, sondern relativ ja, verständlich, hoffe ich. Ne? Genau. Und halt mit der aktuellen Technik. Ja? Die Anwendung selber kann ich mal kurz vorstellen, wenn man die installiert, vielleicht auch noch. Also wenn man die installiert, braucht man einen Webserver, ja, mit einer Datenbank. Und die Datenbank selber, die ist, den Dump gibt es sozusagen in lib, und da gibt es einen Dump SQL. Da ist der Dump von der ganzen Datenbank drinnen. Und ja, den muss man eben installieren. Also das heißt, ich habe hier meinetwegen so ein MAMP-System, und dann kann man eben in eine Datenbank mit diesen beiden Tabellen, Table-Beiträge und Table-Threads heißen die. Ich soll es vielleicht da umbenennen, weil ich das Ganze jetzt in Englisch angelegt habe. Also das heißt, das wären dann eben irgendwelche Submissions und Threads. Ist egal, so geht es auch. Und wie gesagt, wenn man das jetzt installieren will, dann nimmt man eben einfach das ganze Projekt und lädt es runter hier bei Clone, Download, Download Zip in einen Ordner, auf den, das muss dann der HTML-Root sein, also am besten vielleicht irgendwo in einen HT-Docs-Ordner downloaden oder den eben vom MAMP drauf verweisen. Also das kann man ja auch mal kurz zeigen, wenn ich jetzt hier meinen MAMP habe. Moment, was ist denn?
Irgendwo wird es sein. Dann können Sie ja da den, oder hier, machen wir es einfach so. Moment, Entschuldigung. Hier. Ja. Jetzt hat, ne? Da wollte ich hin. Einstellungen einfach. Dann sieht man hier bei Webserver, da kann ich das einfach auswählen. Bei mir ist das eben das Home-Verzeichnis Git, My Forum, da liegt eben das Root-Verzeichnis und dann müssen Sie halt noch über PHP MyAdmin, meinetwegen die Datenbank installieren und dann läuft es auch. Okay, dann sind diese Sachen da und dann sieht man im Prinzip, das Ganze sieht dann eigentlich so aus. Ich kann hier zum Beispiel mal, das sind verschiedene Themen und zu den Themen kann man eben verschiedene Posts eingeben. Ja, zum Beispiel zu dem Thema Foo kann ich, da ist jetzt noch kein Beitrag. Hallo, alles toll. Da kann ich das abschicken und dann ist das hier drin. Ne? Genau. Ich kann mich auch einloggen und normalerweise kommt dann noch eine Login-Maske. Ich bin halt bloß schon eingeloggt, ne? Und dann kann man dann hier die Themen verwalten. Ich kann die auch wieder löschen und kann einen neuen Thread zum Beispiel anlegen. Irgendwie Frage. Dann hat man das hier da und dann kann ich dann quasi hier wieder irgendwelche Beiträge eben abschicken. Ne? Genau. Also so funktioniert das. Das Ganze ist dann auch responsive und so weiter. Ne? Also es ist relativ straightforward das Ganze. Und jetzt kann ich mal einfach mal kurz das neben das Projekt auch selber mal stellen, dass ich mal die nebeneinander aufmache, die Sachen. Genau. So, ne? Also wenn wir jetzt. Gut, das mal so anschaut, dann ist es, ich gehe jetzt einfach von dem Template-System mal direkt aus. Ich kann mal hier. So, jetzt sieht man es besser. Man sieht hier auf der rechten Seite eben jetzt zum Beispiel mal diese Übersichtsseite, die sieht eben so aus. Da habe ich hier eben diese Überschrift, die ist ja immer da, ne? Egal wo ich hinklicke. Und das habe ich eben auch in so ein Template-System integriert. Und man sieht hier zum Beispiel, wie mein Template-Verfahren jetzt funktioniert, ist folgendermaßen. Ich habe jetzt hier einfach verschiedene Sektionen, zum Beispiel den Header und dann hier den Footer. Und das ist eben der entsprechende Bereich oben oder unten hier. Ne? Genau. Ich schalte das mal kurz diese Minimap aus. So, okay. Also dieser Header-Bereich, der geht eben mit, das ist der hier, das ist genau das, was hier oben zu sehen ist. Und unten ist nicht viel, da ist nur dieses aktuelle Datum in dieser Section. Also das ist hier unten die Sache hier. Genau, das ist quasi das Gleiche. Das wird immer eingeschachtelt mit Begin Footer, End Footer. Das ist im Prinzip der Footer. Und bei Header ist es Begin Header, End Header. Das ist das obere. Ich muss bei dem Footer allerdings auch noch das HTML zumachen. Ja. Das ist im Prinzip das, was in Home PHP steht. Und zum Beispiel dann noch das Template für das, was hier in der Mitte ist. Also das der restliche Teil mit dem Login-Button auch. Das ist hier ein Overview. Ja. Da sieht man genau den mittleren Bereich, der ist hier quasi angelegt. Also das hier mit dem Button, das ist hier der ganze Bereich. Da gibt es eben jetzt der Login-Button ist da auch noch mit drinnen. Ja, den könnte man vielleicht aus dem Table-Head rausschieben, ist egal. Das ist der Login-Button. Und da steht dann auch der Text, na, den könnte ich jetzt ändern, könnte es hier
zum Beispiel mal irgendwelche Anführungszeichen reinmachen, dann sieht man auch gleich, dass das Ganze eben hier live funktioniert. Das heißt hier, wenn ich das ändere, ändert sich natürlich der Bereich auch mit. Genau. Und dann gibt es hier noch einen Bereich Table Row und der beschreibt eben das Aussehen jeder einzelnen Zeile hier. Ne? Also das ist ja auch klar, dass das irgendwie iteriert wird und dass es da nicht nur eine Zeile gibt, sondern beliebig viele eben. Und da gibt es eben so einen Begin Table Row, End Table Row Bereich und der beschreibt eben das Aussehen einer Table Row Seite. Und dann gibt es noch im Table End Bereich, der macht einfach nur die Tabelle zu. Und dieses Ganze, was hier eben als Template ist, das wird dann im Prinzip hier zwischen diese beiden Header und Footer damit integriert. Ja, also das ist so im Prinzip die ganze Technik, die da dahinter steht. Also von der im Prinzip sagen wir mal Designersicht für die Leute, die jetzt diese HTML-Sachen auch machen. Also der Vorteil bei so einem Model View Controller Schema ist ja auch, dass man das trennen kann. Ja. Dass im Prinzip der, sagen wir mal, Webdesigner, der kann hier HTML programmieren im weitesten Sinne. Ja. Der muss ja nur diese PHP-Tags eben, die muss er bekommen vom Entwickler sozusagen, ja, vom Web-Programmierer. Und der Coder, also der eben jetzt das HTML macht, der kann dann diese Bereiche innen eben eigenständig entwerfen. Ja. Der muss halt ein paar Sachen kennen. Ja. Der muss im Prinzip vom Anwendungsentwickler eben, wie gesagt, eben Begin Header, End Header. Das muss er wissen, dass das die Konvention ist. Und dann ist es auch so, dass er zum Beispiel wissen muss bei dem Overview, dass wenn er jetzt zum Beispiel auf die einzelnen Inhalte jetzt der Variablen, die da vorkommen, dass die jetzt zum Beispiel Row 0 und Row 1 heißen. Row 0 ist im Prinzip der Text und Row 1 ist eben der Link dahinter. Ja. Das muss er natürlich wissen. Und dass er zum Beispiel sowas hat wie Icons. Ja. Genau. Diese Klassen, die da dahinter liegen, das kann ich vielleicht auch nochmal gleich zeigen. Also da werden wir noch genauer drüber reden. Die werden verwendet jetzt zum Beispiel bei Home PHP, eben von dieser Homepage Klasse. Und die sieht man hier. Also da gibt es auch ein paar Dinge. Es gibt diese Homepage und es gibt diese Overview-Page. Die können wir uns mal kurz nochmal anschauen. Und die Homepage selber, die gibt es an sich gar nicht, weil da gibt es eine Basisklasse, von der alle richtigen Seiten sozusagen erben. Also diese Homepage selber, die ist eben abstract. Zeige ich gleich mal. Aber die erste Seite, wo man sieht, eben, das ist diese Overview-Page, das ist im Prinzip die hier. Ne? Genau. Und man sieht auch, die ist eigentlich jetzt auch nicht recht kompliziert. Wenn man diese zwei Sachen, die zusammenstehen, eben sieht, man hat im Prinzip eine Klasse Overview-Page, die eben von Homepage erbt. Ja? Das heißt, die erbt alle Funktionen von Homepage. Und Homepage zwingt mich, verschiedene Sachen zu überschreiben, weil die nämlich abstrakt sind. Das ist eine Abstract Class. Und da gibt es ein paar Sachen, die schon implementiert sind. Und zwar Head und Tail. Head und Tail macht im Prinzip das obere, eben den Header hier. Und Tail das untere hier. Genau. Und was nicht implementiert ist, ist Body. Body ist eben der Mittelbereich. Und Init, da kann ich Initialisierungen machen. Das ist manchmal notwendig, wenn ich irgendwelche Session-Variablen zum Beispiel auswerte. Und jetzt ist so bei
Overview-Page, das ist, also man muss das einmal sich in Ruhe dann nochmal anschauen vielleicht. Da ist es so, da gibt es eben nur, das Init brauche ich nicht, weil ich keine Session-Variablen verwalte. Das muss ich halt einfach nur leer überschreiben hier. Ja. Aber im Prinzip muss ich nur den Body überschreiben. Und der macht eben Folgendes. Der soll ja, wie gesagt, diese Auflistung machen von diesen einzelnen Threads, die es da eben gibt. Und das mache ich hier eben, indem ich das programmiere. Und vor allem gibt es Folgendes. Es gibt erstmal diese Basisklasse Homepage, die bietet mir noch so eine Methode Render. Und da kann ich eben diese Template rendern. Templates, da kann ich jetzt sagen, okay, ich sage jetzt, ich render von der Overview PHP Template, von dem hier, rendere ich den Bereich Tablehead. Das heißt, wenn ich das aufrufe, dann wird gerendert der Bereich hier von Begin, End, Tablehead, das wird gerendert. Dann, also im Body, ne, muss man immer sagen. Als erstes mache ich eben das obere Zeug und dann mache ich eben meine Datenbank-Query. Sage jetzt, diese Funktionen, die sind eben auch schon verfügbar in Homepage. Das werde ich ja dann nachher nochmal im Detail zeigen. Also in Homepage gibt es dann im Prinzip eine Funktion, wo ich SQL-Abfragen machen kann. Self-Query, Select Stern from Table Threads. Das kann ich da machen. Also alle Daten auslesen aus dieser Tabelle Table Threads. Also das sind ja die Übersichtssachen. Und dann sage ich eben for each query as row. Also das heißt, für alle die in der Query vorkommenden Zeilen mache ich Folgendes. Ich mache so eine Result String. Und den binde ich zusammen aus gerenderten Table-Zeilen. Ja, da mache ich hier this render overview table row. Das ist eben hier der Bereich immer. Begin, End. Und das wird quasi ein zu einem HTML-String sozusagen für jede Zeile. Und dem gebe ich eben mit als Variable einmal eine Variable Row. Und das ist eben tatsächlich diese aktuelle Laufvariable Row, die eben jetzt auch aus der Query kommt. Und diese Variable, die ich hier mitgebe, also ich kann bei diesem ThisRender kann ich mitgeben als Parameter erstmal das Template, dann die Sektion des Templates, ja, das ist hier, das in der Mitte, und dann noch irgendwelche Variablen als Array, die ich dann in der Sektion verwenden will. Ja. Das ist dann hier im Prinzip Row 0 und Row 1, das ist ja halt quasi auch ein Array. Ja, genau. Und das mache ich eben für jede Zeile. Und dann am Schluss binde ich noch diese Sektion Table End mit dazu. Das ist dann die hier. Und dann gebe ich das zurück. Also diese Functions, die geben das Result immer zurück und das wird dann alles eben gerendert. Also das ist eigentlich, ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Es ist eigentlich, ich habe es versucht, eben so klar wie möglich zu trennen. Also das heißt, dieses Model View Controller Prinzip, dass man eben sagt, okay, es gibt eben in den Templates mehrere Sections. Eben jetzt eine Table Head, eine meinetwegen irgendwas, was auch vielleicht iteriert wird und einen Unterbereich. Da kann jetzt ein Webdesigner eben jetzt das Ganze irgendwie gestalten, wie er mag. Dann gibt es eben den Entwickler, der jetzt hier zum Beispiel auch vor allem diese Controller-Schicht, also die Controller-Schicht ist im Prinzip das, was immer mit diese PHP-Klassen, die eben immer Overview Page heißen, das sind diese Controller-Sachen, die sind die Regeln im Prinzip des
wie die Daten aus der Datenbank geholt werden und wie die auf den View gemappt werden. Und das ist eigentlich das. Und ich habe da auch versucht, das eben aufzuteilen, dass ich sage, bei den Pages, die von Homepage erben, die müssen eigentlich vor allem nur den Body machen. Das hier. Wenn ich meine komplette Optik ändern will, dann muss ich quasi die Homepage-Klasse selber ändern, die sich hier in dem Lib-Ordner befindet. Und die schaut so aus, das kann ich ja auch schon mal zeigen, die Basisklasse. Die macht Folgendes. Das ist eigentlich auch relativ klar, denke ich. Die macht, da gibt es eine Methode Display. Die wird immer aufgerufen, da wenn das Ganze, wenn die einzelne Seite wie Overview-Page dargestellt wird, dann wird eben eine Function Display aufgerufen. Und die macht Folgendes. Die ruft erst Init auf. Wenn da was zurückkommt, wird es eben dann noch zwischen Head und Body nochmal ausgegeben. Na, da kann ich irgendwelche Initialisierungen machen, wie gesagt. Ansonsten wird eben Echo Head, Echo Body und Echo Tail aufgerufen von der Klasse. Das heißt, die drei Bereiche gerendert. Also das heißt, der obere Bereich, der Body-Bereich, den muss ich ja überschreiben. Der ist dann quasi immer individuell pro Seite sozusagen und der Tail-Bereich ist wieder gemeinsam immer gleich. Und Head und Tail sind quasi implementiert in dieser Homepage schon. Und da gibt es eben auch zwei Templates. Da gibt es eben ein Template, nämlich HomePHP zu Homepage, HomePHP auch. Und da wird am Anfang eben der Section Header gerendert und am Schluss die Section Footer. Im Header wird nur als Variable der Titel der Seite mitgegeben, damit ich den auch ändern kann. Genau. Und diese Templates für Home, die können wir uns ja auch nochmal schnell anschauen. Die sind im Prinzip auch relativ einfach. So. Moment. Die sind natürlich in Lib. Genau, und zwar hier HomePHP. Ich kann das mal kurz ein bisschen kleiner machen. So. Da sieht man, die sind eben, da gibt es eine Section Header und eine Section Footer. Section Footer ist eben das, was ich schon erzählt habe, einfach diese unteren Sachen zu rendern hier. Dieses Copyright, da kann man natürlich sonst irgendwas reinmachen. Ich könnte jetzt da Punkt, 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 irgendwas dazu schreiben. Ist egal, ne? Also das wäre dann quasi auch immer aktuell auf jeder Seite, ne? Wenn ich das ändere. Also wenn ich hier eben was dazu mache, speichere, dann ist das eben auf der Seite da, aber auch auf den anderen Seiten. Ne? Genau. Also das heißt, das ist natürlich immer änderbar. Dann habe ich eben den Header-Bereich, der besteht eben jetzt sowieso aus dem Head. Also Header-Bereich hat jetzt nichts mit dem HTML-Head-Bereich zu tun. Der ist da natürlich mit drinnen. Das ist quasi alles, was vor dem Body kommt. Und da ist jetzt eben relativ ja, wenig drin, kann man sagen. Da ist nur, ich verwende ja das Bootstrap 4. Das sieht man auch, da sind einfach direkt die Links mit integriert zum Bootstrap CSS hier. Ja, das ist hier auch mit dabei. Das ist halt eine so lange Kette mit irgend so einer ID auch noch. Der Titel, der wird da als Variable ja mitgegeben. Und dann kommt noch hier dieses der Body-Bereich mit dem Head sozusagen, also mit der Überschrift, die eben hier ausgegeben wird. Und ich könnte da jetzt wirklich noch eine Variable mit einbauen mit dem echten Titel. Der Titel ist bloß eben dieser Title-Tag, der hier vorkommt. Ja. Und den könnte ich hier auch mit integrieren natürlich. Ja. Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht.
Ansonsten ist das jetzt eben auch dieses Template für die Homepage. Ja. Und jetzt fehlt noch, um jetzt das Ganze zu kriegen, also diese ganzen anderen Funktionen, die werde ich mal extra erklären in einem extra Video, denke ich. Was jetzt hier noch erklärt werden muss, ist dieser Template-Renderer-Bereich, der eben jetzt eben die Superklasse von Homepages, ne? Weil Homepage macht ja auch nichts anderes, wie zu beschreiben, wie so eine Webseite aufgebaut ist. Ne? Also das heißt, hier gibt es eben Init, Body und Head und Tail als einzelne Sektionen, die eben da dargestellt werden. Wie die jetzt im Detail gerendert werden, das steht in dem Template-Renderer-Bereich. Den werden wir uns dann gleich anschauen. Jetzt wollte ich bloß vorher nochmal was zeigen, wie komme ich jetzt überhaupt auf diese Seiten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Localhost Index gehe, dann kommt hier das Teil. Ne? Das kann man vielleicht auch nochmal erklären. Und zwar gehen wir mal, muss bloß mal das wieder rückgängig machen. So. Wie komme ich jetzt dazu, dass jetzt diese Homepage überhaupt erscheint? Das ist ja nur die Klasse jetzt erstmal. Die wird ja noch nicht irgendwo instanziert und so weiter. Und da gibt es jetzt eben hier auch das Index.php-File, das eben jetzt in dem Root des ganzen Webprojektes liegt, wenn man jetzt da drauf geht. Da gibt es jetzt Folgendes. Vielleicht gehen wir da auch wieder nicht linear durch, sondern von der Mitte hier, da gibt es jetzt hier im Prinzip den Bereich hier, der hier eben unterscheidet, was ich für eine Homepage oder für eine Webseite anzeigen will. Na, da gibt es hier die Möglichkeit Submissions Page, Admin Page, Login Page und Overview Page, ja, dass man die jetzt hier eben sieht. Und da gibt es einen Parameter P, der unterscheidet eben, was es für eine Seite ist. Ja. Also das heißt, was gerendert werden soll. Ja. Und ich kann das auch anders eingeben. Ja. Ich könnte jetzt hier Localhost eingeben und könnte sagen P gleich Login zum Beispiel. Ja. Machen wir das mal kurz. Ich kann quasi hier das anders schreiben. Ich kann jetzt hier Fragezeichen P gleich und dann kann ich eingeben Login. Genau, und dann komme ich auf diese Login-Seite. Ich bin natürlich schon eingeloggt, deswegen komme ich gleich auf Admin. Ja. Okay, das heißt, ich kann das in einem anderen Format eingeben. Ich kann auch mal die anderen Sachen zeigen. Ich kann jetzt statt P gleich Login, kann ich sagen P gleich Posts. Ne, nee, machen wir mal Overview nochmal. Ne? Machen wir Overview oder Submissions, Admin Login. Nee, das machen wir noch später, weil da gibt es nämlich noch einen zusätzlichen Parameter, den ich eingeben muss. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel auch Admin schreiben. Ja. P gleich Admin. Dann komme ich auch wieder auf diese Seite natürlich, weil ich ja schon eingeloggt bin, wie gesagt. Das heißt, normalerweise habe ich so einen Parameter P, der ausgewertet wird, der eben für Seite steht. Und da ist es einfach so, es wird geguckt, ob der überhaupt gesetzt ist. Und wenn der gesetzt ist, dann wird eben unterschieden, ist der jetzt eben Submissions, Admin oder Login. Und es gibt da Standardseite. Ne? Das ist quasi, wenn ich mich vertippe oder irgendwas hinten dran gebe. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, P gleich irgendwas anders, dann komme ich trotzdem auf diese Übersichtsseite. Genau. Also ich brauche da im Prinzip auch keine 404-Seite, weil im Prinzip der immer standardmäßig auf der Übersichtsseite landet dann, wenn ich was Falsches eingebe. Genau, das ist eigentlich dieser Bereich, das ist einfach so ein Switch-Case-Bereich. Und der macht eben Folgendes.
Der sagt eben, okay, ist das der Parameter P auf Submissions, dann mache ich eine neue Instanz von Submissions Page, ja, von dieser Klasse eben oder von Overview Page. Das ist die, die wir hier schon gesehen haben, wenn es eben standardmäßig eben die Overview Page ist oder halt, wenn ich eben P gleich Overview eingibt, was halt auch das standardmäßige Verhalten ist, dann wird eben da eine Instanz von dieser Klasse erstellt und die wird dann einfach hier mit P Display dargestellt. Das heißt, das Display wird aufgerufen von meiner Overview Page. Die hat ja das nicht, aber Homepage hat Display und wenn ich dann auf Homepage gehe, dann wird eben init head body tail und body ist ja überschrieben und das heißt, da wird diese neue Funktionalität eben dann gerendert, die ich da habe. Das ist quasi dieses Index.php-File, das ist dieser Dispatcher sozusagen. Der Dispatcher, der regelt jetzt erstmal, welche Seite gerendert wird. Was da oben noch passiert, das kann man mal später nochmal erklären. Ich werde das auch noch im Prinzip im Detail, werden wir noch in die noch tiefer reinsteigen, vielleicht in einem zweiten Video dann auf jeden Fall, würde ich sagen. Vielleicht jetzt noch, bloß damit man mal quasi überhaupt versteht, was da passiert. Der Parameter P, der taucht ja hier nicht auf. Ne? Das heißt, hier kann ich ja, wenn ich jetzt hier auf Login gehe, da steht da hier localhost-admin.html, ne? Und ich kann zum Beispiel auf Overview, da komme ich auf Index.html und wenn ich hier drauf gebe auf Submissions 8.html. Das heißt, diese, was hier oben ist, das ist ja eigentlich so, als ob ich jetzt eine statische HTML-Seite aufrufe, die jetzt 8.html heißt, in einem Ordner Submissions. Das ist aber nicht das, was eigentlich im Hintergrund passiert. Im Hintergrund wird im Prinzip diese Adresse hier, die wird einfach umgeschrieben in meine Parameter, Form, die ich eben hier brauche, mit diesem P ist gleich. Und das ist eigentlich relativ einfach. Das passiert eben in einem, das gehört jetzt eigentlich auch nicht zu PHP. Das ist im Prinzip eine HTXS-Datei, die dieses URL-Rewriting eben ermöglicht. Ja. Und das sieht dann so aus. Das sind im Prinzip gehört es eben nicht zur PHP-Syntax. Das ist was, was der Apache-Webserver oder andere Webserver auch direkt verstehen, sozusagen. Da kann ich eben diese Rewrite-Engine anschalten. Und da kann ich mit einem regulären Ausdruck, nehmen wir mal vielleicht den unteren hier, da kann ich das einfach umschreiben. Da kann ich eben sagen, wenn jetzt hier Index.php kommt, dann soll er das eben umschreiben zu einem Format und statt dem P ist gleich eben HTML schreiben. Also das heißt, wenn ich sowas eingebe wie sowas haben will wie Index.php, Fragezeichen P gleich Overview, dann nimmt er dieses quasi P ist gleich $1, das ist quasi die erste Variable und schreibt das Ganze um eben in eine Form Overview und hängt dann .html dazu. Genau, und wenn ich das jetzt hier so mache, also das heißt localhost Fragezeichen P gleich Overview, dann macht er das. Und das ist aber das gleiche, wie wenn ich schreibe halt Overview HTML. Das heißt, der Server bekommt dann hier, wenn ich Overview HTML eingebe, P gleich Overview. Und das ist dann wieder das, also das wird dann umgeschrieben für den Server. Und dann kommt eben bei der Index.php-Seite P gleich Overview raus. Und dann kann ich das Switch Case durchgehen und bei Default eben auf Overview gehen. Genau. Also das ist so eine der große
das große Ganze, quasi dieses, wie das aufgebaut ist. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, es gibt eben diese Index-Seite, die eben der Dispatcher ist, der entscheidet eben, welche Seite aufgerufen wird. Das entscheidet sich eben anhand von diesem HTML-Query, den ich hier eingebe. Und die einzelnen Seiten, wie zum Beispiel Overview-Page, die machen eben nichts anderes, wie sich darum zu kümmern, wie schaut denn mein Body aus. Ja. Und da wird eben jetzt meinetwegen eine Datenbank ausgelesen und der Inhalt einfach gerendert, und zwar anhand eines Templates, das eben auch gibt, das eben dann quasi fast HTML ist und das verschiedene Sections hat, zum Beispiel Table Head und Table Row. Und da wird eben dann quasi für, da gebe ich dann immer an, bei Sys Render, welche Section das ich rendern will. Und zum Beispiel für jede Zeile will ich eben die Table Row rendern, und da gibt es dann noch die Möglichkeit, da extra Variablen mitzugeben, und die kann ich dann eben wieder auswerten und dann die einzelnen Bereiche individuell mit Variablen rendern. Und ich kann das natürlich so strukturieren, dass ich jetzt sage, ich möchte da wirklich nur den Inhalt eben entwerfen, und zum Beispiel das Außenrum, das ist eben bei der Homepage selber geregelt. Die gibt es nicht, die ist quasi abstrakt, weil ist ja auch klar, dass die, es gibt halt nur eine allgemeine Form, wie die Seiten auszusehen haben, und das ist eben diese Homepage. Und die macht eben nichts anderes wie Head, Body und Tail rendern. Und für Head und Tail gibt es auch wieder einzelne Templates wie Home mit verschiedenen Sections wie Header und Footer, die dann eben außenrum gerendert werden. Ja. Genau. Und wie gesagt, es gibt dann verschiedene Rollen. Der Entwickler, der kümmert sich eben jetzt um diese Controller-Schicht, der Designer um diese Template-Schicht im Prinzip. Und die Komplexität ist dann natürlich auch nochmal rausgenommen, indem jetzt auch dieser Render-Mechanismus, der hier auch implementiert ist, der ist nochmal in einer extra Superklasse, nämlich Template Renderer in dieser Lib. Und der ist dann hier nochmal beschrieben. Und der arbeitet eben mit diesen Caching-Ausgaben, also mit diesem OB-Start und OB-Clean und so weiter. Das ist aber vielleicht dann auch nochmal ein Thema, das kann man sich nochmal im Detail genauer anschauen. Das können wir auch jetzt nochmal gleich machen. Also wenn wir jetzt, das haben wir ja auch schon mal im letzten Video, oder zumindest gibt es gute Videos, ich habe die auch im Prinzip auf meinem Kanal verlinkt. Wenn ich jetzt OB Start und PHP eingebe, dann komme ich natürlich irgendwo auf diese php.net-Seite, da kann man das nochmal genau nachlesen, was das bedeutet. Das ist eben Output Buffering, dafür steht das OB. Kann übrigens mit eben mit Output Buffering Start, kann ich sagen, es wird nichts mehr quasi direkt ausgegeben. Bei Echo ist es ja so, dass da eben der Text, der eben als HTML zurückgeliefert werden soll, der wird im Prinzip direkt ausgegeben. Und jetzt bei dem OB Start ist es so, da wird das Buffering einfach eben eingeschalten. Das heißt, es wird nichts ausgegeben, sondern es wird in einen Puffer geschrieben. OB Start. Solange in dem Puffer, da gibt es auch noch hier verschiedene andere Funktionen, bis ich zum Beispiel sage OB End und Clean. Also OB Clean ist einfach den Output Buffer löschen. Ja, ich gehe es mal durch, gehen die Sachen, die es hier gibt. Und End Clean ist eben das Output Buffering beenden und löschen. Und End Flush ist einfach komplett alles in den
Stream schreiben, sozusagen den HTML-Stream. UB Flash auch. Ne? Und Get Clean, das sind jetzt verschiedene Kombinationen. Get ist einfach, ich möchte gerne den Output-Buffer bekommen und gleichzeitig löschen. Und Get Contents ist, ich möchte die Output, den Puffer, aber nicht löschen sozusagen. Ich möchte nur den Inhalt haben. Und genau, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die man so verwendet. Und so funktioniert jetzt auch dieses Template-System. Also das heißt folgendes, ich mache diese Render-Funktion. Was macht die jetzt? Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Die nimmt jetzt eben, das habe ich ja auch schon erwähnt, die nimmt jetzt eben den Pfad und zwar für das Template, ne, zum Beispiel HomePHP. Zum Beispiel bei Homepage, ne, da nehme ich ja im Prinzip bei Head this render, da gebe ich mit eben welches Template und welcher Bereich und welche Variablen. Ne. Und das kommt dann eben hier auch an bei dem Render. Also welches Template, welche Section und dann irgendwelche Variablen. Dann wird folgendes gemacht. Es wird eben der Output-Buffer gestartet. Und dann gibt es hier verschiedene Funktionsobjekte. Ne? Dollar Begin gleich Function, Dollar End gleich Function, das sind Funktionsobjekte. Das ist eben so, dass ich jetzt Funktionen in Variablen lege. Ja? Und die machen eben folgendes: This Begin Section und This End Section. Und dann gibt es hier noch, ja gut, gehen wir da mal einfach durch, die Variablen selber, die werden jetzt eben hier auch eben aus dem Variablen-Array extrahiert. Ne? Das heißt, aus dem Array werden jetzt extra Variablen gebildet, die dann im Prinzip global zu diesen Funktionsobjekten sind. Ne? Das ist so eine Closure im Prinzip dann irgendwo. Kommen wir gleich dazu. Dann wird eben jetzt das Template eingebunden mit Require Path. Und dann wird eben am Schluss das Ganze wieder beendet und gelöscht. Und das Result zurückgegeben. Und das Result wird dann eben auch immer folgendermaßen gebildet. Bei Beginn wird im Prinzip folgendes gemacht, wenn diese Section erreicht ist. Also, wo kommt das überhaupt her? Das Beginn, das wird ja aufgerufen. Mit diesen Funktionen. Also das heißt, Begin ruft this Begin auf und Dollar $end ruft eben this end auf. Und das wird im Prinzip diese Variablen Begin und end, die sind sichtbar in dem Require Path, also in diesem Template selber. Na, wenn ich jetzt quasi das Home PHP einblenden, dann sind dieses Dollar Begin hier und dieses Dollar End, das sind die Begin und End hier. Das heißt, das hier ist diese Funktion. Das wird hier einfach nochmal quasi gewrappt, damit ich nicht this oder so schreiben muss. Das heißt, diese Variablen Begin und End, die sind quasi sichtbar in dem Template, weil ich das hier einbinde. Begin macht jetzt folgendes, this Begin, das sagt eben, okay, alles was bisher aufgezeichnet ist, das lösche ich. Ja? Also das OB Start startet am Anfang gleich das Puffering, ja? Das heißt, es wird gestartet
Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Footer bin, also Header ist ja kein Problem, das ist eh das Erste, was passiert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel unten beim Footer bin, dann sagt er jetzt Begin Footer und dann macht der Template-Renderer folgendes: Der löscht quasi den Ausgabebuffer. Das ist auch komisch eigentlich jetzt erstmal, aber der löscht quasi alles bis zum Footer, ne? Also das heißt, das obere, der Header-Bereich, der wird quasi weggeschnitten aus dem, was vorher aufgezeichnet worden ist. Das wird einfach gelöscht. Die Aufzeichnung beginnt quasi dann erst beim Footer, ne? Das ist eigentlich das, was hier passiert. Beginn wird eben beim Footer begonnen aufzuzeichnen, weil es vorher gelöscht wird. Und bei End ist es so, da werden einfach die Sachen, die bisher aufgezeichnet worden sind, eben zurückgeliefert und in diese Variable this result einfach reingeschrieben, diese quasi global verfügbare Objektvariable result. Ja. In die wird das reingeschrieben. Und dann eben ausgewertet. Ja. Result ist dann ja quasi die Section, die ich rendern will. Und dann wird es im Prinzip zurückgeliefert hiermit. Also es wird vorher wird das Aufzeichnen von dem Puffer eben gestoppt und auch der Puffer gelöscht und dann wird es zurückgegeben. Und diese Funktion Render rendert quasi genau eine Section, die ich hier angebe. Das ist der ganze Sinn von dem Ganzen. Also um es nochmal zu wiederholen. Also diese Klasse Template Renderer, die macht eben nichts anderes wie die nimmt das Template als Pfad, eben die Section, irgendwelche Variablen vielleicht. Die macht Variable Begin und End. Und diese Variablen, die rappen eigentlich nur this Begin, this End. Ist eigentlich im Prinzip nur, damit ich es bequemer habe in dem Template. Ne? Das heißt, im Template, da schreibe ich nicht this File Begin, sondern nur Begin. Das ist eigentlich der Sinn dahinter, dass das einfach kürzer ist. Und dann kann ich eben im Prinzip bei Begin wird einfach alles gelöscht, was bisher aufgezeichnet worden ist. Das Aufzeichnen wird natürlich vorher gestartet hier am Anfang. Da wird dann das bisherige gelöscht. Und bei End wird das, was eben ab da aufgezeichnet worden ist, dann als Result zurückgegeben. OB get contents gibt mir den Rest zurück von dem Ganzen. Und das wird dann eben komplett zurückgegeben von der Funktion Render. Und die kann ich dann eben in meiner Homepage meinetwegen einsetzen, um den Head-Bereich zu rendern. Ich sage dann hier Head, this render, home.php, header, title, also die Variable noch mitgeben als Array. Oder beim Footer, da ist es eigentlich ganz das, was ich gerade schon erklärt habe, dass dann das obere weggecuttet wird. Bei Tail wird eben der Section Footer gerendert. Der macht eben folgendes, der bindet eben in dem Template Renderer den kompletten Bereich dieser Homepage nochmal ein, also der lädt quasi alles und cuttet aber das obere nochmal weg und was überbleibt ist dann das untere. Und es geht natürlich auch mit Zwischenbereichen auch, weil die ja im Prinzip immer, wenn bis dahin was aufgezeichnet, noch nicht auf, also wenn der obere Bereich weggeschnitten wird, dann wird vielleicht ein unterer Teil aufgezeichnet, dann wird aber hier beendet und das zurückgegeben. Ne? Und ja, es ist jetzt, denke ich mal, das Verfahren, das man eben machen kann mit diesen Buffering-Methoden. Ein bisschen ein Nachteil hat das Ganze natürlich, und zwar vielleicht performance-technisch, wenn ich jetzt viele Bereiche habe, dann werden die im Prinzip, also wenn ich jetzt drei Bereiche habe, dann wird eben bei Render dieses Template dreimal geladen sozusagen. Das ist vielleicht ein bisschen eine Performance-Geschichte. Wenn ich jetzt 100 Bereiche habe in einem HTML-Template, dann wird das auch 100 Mal geladen und die Bereiche dann einzeln rausgeschnitten jedes Mal. Ne? Es könnte quasi performance-technisch Probleme bereiten, aber was jetzt das Beispielprojekt eben machen soll, ist ja jetzt auch nicht, dass es irgendwie performance-technisch eben gut funktionieren soll, sondern es soll nur einfach klar machen, wie man überhaupt solche Techniken einsetzt. Ne? Also darum geht es eigentlich.
Ich habe halt versucht, den Spagat da zu kriegen zwischen eben Einfachheit und Klarheit und trotzdem irgendwo Techniken verwenden, aber jetzt Optimierungen sind da nicht vorgesehen in dem Ganzen. Man könnte natürlich irgendwo das Ganze vorrendern quasi. Na, das wäre dann so die nächste Möglichkeit, dass man sagt, man cached das irgendwo. Das, was man da eben gemacht hat, das wird einmal quasi komplett vorgerendert und dann irgendwo gecached oder so. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, wie man das machen könnte. Na, man könnte sich ja jetzt nochmal Dateien generieren oder so und die dann lesen. An sich ist es, denke ich mal, auch für das Beispiel trotzdem kein Thema, weil das eben nur zwei oder drei Bereiche hat. Das heißt, Performance spielt da eh wahrscheinlich keine Rolle. Also, genau. Ja, das ist so das grobe Verfahren von dem Ganzen. Auf die anderen Bereiche, also von dem, was da jetzt noch im Detail passiert, da gehe ich jetzt vielleicht dann mal in einem anderen Video drauf ein. Also, das heißt, diese Sachen, da gibt es dann quasi einen zweiten Teil. Wie die Datenbank funktioniert, wie das Ganze eben mit dem Overview und den Posts ist und mit dem Löschen und mit dem Session Handling, auch mit so ein paar Sicherheitseinstellungen, mit irgendwelchen Verwaltungssachen von irgendwelchen Zugangsdaten und so, wo das geregelt ist, das werden wir dann, denke ich mal, das nächste Mal in einem Video dann machen. Das wird dann quasi einen zweiten Teil geben. Ich wollte jetzt einfach mal das Projekt vorstellen. Im Prinzip, wie gesagt, ist es eben ein Lehrprojekt, das eben verdeutlichen soll, wie sowas funktioniert. Objektorientierung im Zusammenhang mit Templates, wie man selber quasi ein Webframework aufziehen kann. Das heißt, von null, von irgendwelchen nur PHP-Fähigkeiten ausgehend und Datenbanksachen, wie kann man sich selber komplett ein Framework aufbauen. Und es macht eben jetzt eigentlich nicht besonders viel, aber es soll eben jetzt auch einfach sein, um jetzt zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, hier auf der GitHub-Seite kann man das dann eben sich runterladen und nochmal anschauen, installieren. Und ja, genau, das war jetzt im Prinzip die Geschichte jetzt mit dem ganzen Forum. Und dann, wie gesagt, gibt es noch einen zweiten Teil.